Hallo und herzlich willkommen. Das Video heißt Achsensymmetrische Figuren erzeugen. Ihr wisst schon, was die Achsenspiegelung ist. Nachher könnt ihr achsensymmetrische Figuren selber durch Basteln oder Zeichnen erzeugen. Der Film besteht aus drei Abschnitten. Erstens Achsenspiegelung. Zweitens Falten und Schneiden. Und drittens Zeichnen. Erstens Achsenspiegelung. Ich möchte noch einmal ins Gedächtnis rufen, was eine Achsenspiegelung ist. Für die Achsenspiegelung benötigt man eine Gerade. Diese Gerade ist die Spiegelachse. An ihr kann ein Punkt gespiegelt werden, zum Beispiel der Punkt A. Der Abstand des Punktes A zur Spiegelachse beträgt 13 cm. Den gleichen Abstand zur Spiegelachse hat der Bildpunkt A'. Der Abstand von Punkt und Bildpunkt zur Spiegelachse ist jeweils gleich. Genauso verhält es sich mit B. Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com. Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinen Problemen. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus. Auf www.sofatutor.com.